Hi zusammen, euer Moddmann hier. Ich zeige euch heute was, und zwar, wie ihr ganz einfach Cash in Oldschool RuneScape machen könnt. Ist eine Methode für Anfänger, die noch nicht lange im Spiel sind. Ihr müsst allerdings den Member-Status haben. Dazu braucht ihr 5 Hunting, also Level 5 in Hunting, sowie Level 5 in Crafting am besten. Und ihr benötigt die Quest Bone Voyage, die müsst ihr abschließen. Die hat allerdings auch ein paar Vorquests, die ihr machen müsst. Ist aber sehr sinnvoll auf Bone, also auf Fossil Island, wo ihr hinkommen könnt. Wenn ihr Bone Voyage erledigt habt, habt ihr extrem viele Vorteile, die euch im Spiel weiterbringen. Einmal, ihr könnt AFK bei Krabs farmen, guckt euch meinen anderen Guide dazu an. Ihr könnt. Gott, sorry. ihr könnt Birdhouse Runs machen, ihr könnt gut Holz hacken. Da gibt es so viele Sachen, die euch diese Insel freischaltet. Also auf jeden Fall machen. Bone Voyage dafür. Link in der Beschreibung zu der Quest. Da könnt ihr lesen, was ihr für Voraussetzungen braucht und was ihr dafür alles erledigen müsst. So, ich zeige euch heute, wie ihr ganz easy Cash macht mit Birdhouse Runs. Je höher euer Hunting-Level ist, umso mehr Cash bekommt ihr raus. Ist aber am Anfang auch schon rentabel. Also ihr bekommt innerhalb von, wie lange braucht man, 3 Minuten vielleicht, bekommt ihr um die 50k Gold, sage ich mal, und dann exponentiell nach oben. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen weniger als 50k, aber ihr bekommt immer mehr Gold. Also es lohnt sich schon sehr. So, wenn ihr die Quest Bone Voyage erledigt habt, könnt ihr euch Dixite-Amulets holen, beziehungsweise ihr kaufen könnt ihr die, glaube ich, gar nicht. Ihr müsst euch die erstellen mit 49 Energie, kostet dann eine Cosmic-Rune und 5 Fire-Runen und eine Ruby-Necklace. Und mit der könnt ihr euch einmal nach Dixite teleportieren. Das ist das erste Mal, dass ihr dann Dixite betretet. Ich erkläre euch das von Anfang an und dann auch nochmal einen schnelleren Weg, wie ihr das alles lösen könnt. Dixite ist neben Varrok, sprich, wenn ihr noch nicht Level 49 Magie habt, keine Angst, ihr könnt auch einfach hier hinlaufen. Ihr geht von Varrok aus rechts den Weg entlang und geht dann hier oben zum Schiff, zu diesem Symbol. So, wir fahren jetzt mit dem Schiff einmal Richtung Fossil Island. Dafür klicken wir hier den Boy an und machen Quick Travel. Und er bringt uns direkt nach Fossil Island. Fossil Island findet ihr auf der Karte ganz rechts. Und hier, wie angesprochen, ihr habt hier die Birdhouse, die ihr platzieren könnt, die Birdhäuser. 4 Stück. Hier könnt ihr theoretisch Woodcutting farmen, ihr könnt hier minen, ihr habt hier eine Bank auf der Insel, hier könnt ihr Krabben AFK slayen bzw. töten. Und ja, ihr habt hier noch ein Wyvern Cave für Slayer, also die Insel bietet sehr viel für Berufe. So, wenn ihr hier unten ankommt, lauft ihr einmal hier hoch und geht dann oben die Treppe auf diese Leiter hoch. Geht im Anschluss auf der anderen Seite wieder runter und betretet dann quasi die Festung von Dixite. Wenn ihr hier lang lauft, über die Hängebrücke, kommt ihr zu dieser Festung. Und auf der linken Seite der Festung seht ihr dann eine Treppe, die nach oben führt. Hier. Da klickt ihr drauf und dann kommt ihr nach oben. So, jetzt klickt ihr einmal hier auf das Buch. Ich habe es schon gemacht, deswegen kann ich es euch nicht nochmal zeigen. Und aktiviert quasi einen Teleport, den ihr bekommt. Hier habt ihr noch eine Strange Machine, die könnt ihr auch anklicken. Also hier könnt ihr auch noch ziemlich viel machen später. Und ganz wichtig, ihr habt hier den Magic Mushtree. Den klickt ihr einmal an und schaltet euch sozusagen den ersten Teleportweg frei. Und zwar House of the Hill. Der zweite, Verdant Valley, ist hier rechts, direkt an den Birdhäusern. Und der dritte, zeige ich euch auch noch kurz, wo er ist, Mushroom Meadow. Den findet ihr oben links auf der Insel bei den nächsten Birdhäusern. So, ich hatte schon mal Birdhäuser gepflanzt, deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier hin. Wenn ihr eure Birdhäuser setzt, das sieht am Ende so aus. Ich zeige euch sofort wie. Macht ihr am Ende Empty und kriegt dann zum Beispiel Federn, ein Clockwork und teilweise auch Nester. So, mit dem Clockwork, ihr nehmt euch wieder neues Holz mit und guckt bei Hunting und Birdhouses, diese Häuser könnt ihr bauen. Sprich, ihr fangt mit einem normalen Birdhouse an. Dafür braucht ihr normales Holz. Danach nehmt ihr Oak ab Level 14, dann Willow, Teak, Maple und so weiter. Diese Birdhäuser, die könnt ihr selber craften, indem ihr auf Craft geht. Mal gucken, wo sie sind. Craft Birdhouse.
vom Normal Logs, Craft Birdhouse vom Oak Logs und so weiter. Dafür benötigt ihr dann euer Crafting Level und zum Fangen braucht ihr dann euer Hunter Level. Wie erstellt ihr die Birdhäuser? Dafür braucht ihr einen Hammer und ein Chisel und ein Log sowie ein Cloakhouse. Ihr kombiniert dann das Log und das Cloakhouse. Er baut euch das, also euer Charakter baut euch das Birdhouse. Das macht ihr Rechtsklick Use. Hoppala, oder klickt es einfach an und klickt es dann auf eine von diesen Fallenplatzierungen. Jetzt baut euer Charakter euch das Haus auf und ihr könnt Seeds reinpacken und nach 45 Minuten könnt ihr das Haus ernten. Jetzt gehen wir zum nächsten Haus. Hier ist das erste. Jetzt gehen wir einfach die Straße runter und gehen zum zweiten Birdhouse. Hier könnt ihr zum Beispiel auch Landwirtschaft pflanzen an, Bäume anpflanzen, aber dazu dann noch in anderen Guides später mehr. Hier ist ein Vögelchen drin, heißt, wir können es ernten. Wir gehen auf Empty, kriegen ein Vogelnest. Was das Wertvolle an diesen Häusern ist, da können Seeds drin sein, die bis zu mehreren 100k wert sind. Und die Vögelhäuser an sich sind auch 5000 Cash wert ungefähr. Jetzt bauen wir ganz einfach wieder mit dem Clockwork, dass wir bekommen ein neues Birdhouse, platzieren das, setzen Samen rein. So, wenn ihr jetzt eure Mushrooms freigeschaltet habt und in der Markthalle zum Beispiel seid, könnt ihr einfach wieder auf euer Amulett gehen und teleportiert euch nun zu Fossil Island. Wenn ihr in Fossil Island seid, kommt ihr direkt hier oben in den Raum, den wir gerade schon gesehen haben. Und ihr könnt den Magic Mush Tree direkt benutzen und geht zum nächsten Platz nach Verdant Valley zum Beispiel. Hier haben wir jetzt unser drittes bzw. viertes Birdhouse, das können wir wieder emptyen, kriegen wieder zwei Vogelnester raus. Dazu noch gut Hunting XP, Crafting XP, stellen wieder ein neues Haus auf und füttern die Vögel. Jetzt nehmen wir das letzte Birdhouse entgegen. Leider kein Vogelhaus drin. Je höher euer Level ist bezüglich Birdhouse Runs, umso mehr Erfahrung bekommt ihr am Ende auch, beziehungsweise umso mehr Nester bekommt ihr auch aus den Vogelhäusern. Seeds machen und ihr seid wieder startklar. So, jetzt zeige ich euch noch was. Dann muss ich aber kurz das Bild nach rechts machen. Ihr seht jetzt rechts eine Leiste. Und bei dieser Leiste gibt es den Punkt mit der Uhr, Time Tracking. Wenn ihr da drauf geht und oben auf Birdhouse Runs, seht ihr, wann ist euer Birdhouse fertig. Also mein nächstes ist um 14:49 Uhr fertig. Sprich, um 14:49 Uhr könnte ich wieder hier hingehen und die neuen Birdhäuser ausleeren. So, ich kann jetzt hier die Vogelhäuser leeren quasi, Vogelnester leeren. Hab zwei Ringe drin bekommen und den Papaya-Tweet. Ich zeige mal kurz, wie viel Geld das gab. Dieses Mal gab es nicht so viel Geld. Für die Vogelnester kriegt man 11.000. Die sind ein bisschen gedroppt im Preis tatsächlich. Für die Ringe gibt es 500 und für den Samen gibt es nochmal 2k. Also dieser Mann war 15k wert. Mein Hunting-Level ist aber gerade nur auf 40. Wenn es dann höher ist, sind da auch ganz einfach mehr Nester drin und in den Nestern können dann zum Beispiel Magic Tree Seeds drin sein, die teilweise 200k wert sind und mehr. So könnt ihr auf jeden Fall sehr einfach Geld machen und genau, eine gute Methode, um einfach Geld zu machen. Passiv noch Hunter zu leveln und Crafting. Hier noch ein Hinweis. Ihr habt in der Mitte der Insel eine Bank, die könnt ihr euch bauen quasi, indem ihr Baukunst etwas gelevelt habt. Dann nehmt ihr euch ein paar Bretter mit, könnt euch die Bank bauen und dann könnt ihr hier auch an die Bank gehen und da eure Sachen einlagern bzw. abholen. Ja, genau, das war es eigentlich zu dem kleinen Guide. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare unten rein. Dort findet ihr auch noch ein paar Infos, zum Beispiel welche Quests ihr braucht und welche Infos, Materialien ihr benötigt für die Birdhäuser bzw. generell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wieder reinschaut in meine Guides oder generell auch demnächst in meinen ersten Vlog. Und ja. Wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Modman.